Gestern hatte ich eine Umfrage gestartet auf Instagram und dort hatte ich gefragt, wie viel wollen die Leute mehr verdienen? Und sehr, sehr spannend, wie wir hier sehen können, sind es über 70% und über wie viele Stimmen haben wir hier? 38 Stimmen, die für mehr als 10.000 Euro gestimmt haben. Was aber noch spannender ist, wie du hier sehen kannst, was kannst du realistisch an Zeit pro Woche dafür investieren für die nächsten 6 bis 12 Monate? Die meisten haben ja auch noch einen Vollzeitjob. Davon bin ich ja auch ausgegangen. Ne? Hättest du keinen Vollzeitjob, wenn da ganz andere Zahlen stehen, dann kannst du wahrscheinlich nochmal 30, 40 Stunden bei all dem nochmal eigentlich draufrechnen. Jetzt war sehr, sehr interessant. Was bist du bereit für diese Ziele zu investieren? An Geld, 2.000 bis 3.000 Euro, 3.000 bis 5.000 Euro, 5.000 bis 10.000 Euro und whatever it takes. Was das Spannende ist, wenn man jetzt nochmal hier zurückgeht auf die Stimmen, wie man auch sehen kann, 5 bis 10 Stunden pro Woche 10 Stimmen, 15 bis 25 Stunden pro Woche sind 20 Stimmen und so weiter. Das sind echt verdammt wenige und das hat mich echt wirklich schockiert, wo ich mir dachte, wie kann das sein, Leute? Ihr wollt mehr als 10.000 Euro Einkommen und Gewinn im Monat machen, seid aber bereit, nur 5 bis 10 Stunden pro Woche oder 15 bis 25 Stunden die Woche zu investieren fürs Geschäft. In welchem Kindergarten lebt ihr denn? Weil das Ding ist einfach nur, wenn du nur mal wirklich eine Buchhaltung machst von all deiner Zeit, der ganzen Woche zum Beispiel, ja, du hast einen Vollzeitjob, gehe ich jetzt mal von aus, du hast einen Single-Haushalt, keine Frau, keine Kinder, davon gehe ich jetzt erstmal aus, ja, das bist du jetzt als Zielgruppe, als Zuschauer, als Zuhörer, das sind die meisten und dann bist du irgendwas zwischen 18 und 35 oder 40 Jahre alt, ja, irgendwas zwischen 18 und 40. Du hast keine große Verantwortung, hast einen 40-Stunden-Job, bist vielleicht schon länger angestellt seit ein paar Jahren und bist unzufrieden. So, entweder hast du dein Leben jetzt so akzeptiert, wie es ist und das ist ja auch okay, aber dann heul auch nicht rum als erstes oder du heulst halt rum in deinem Kopf leise und dann fängst du an, Action Steps zu nehmen. Und Action Steps sind in diesem Fall, dass du sagst, ey, neben meinem Vollzeitjob schaffe ich es trotzdem mindestens 4 Stunden am Tag oder mindestens 3-4 Stunden am Tag für das Geschäft zu investieren. Weil wenn du in das Dropshipping-Business-Geschäft langfristig investierst, investierst du in deine Ziele. Bedeutet, du hast das Ziel, dein eigener Chef zu sein, du möchtest von überall aus arbeiten, überall hinreisen und so weiter und so fort. Diesen typischen Highlife, auch Luxus, Familie unterstützen, was auch immer es ist. Vielleicht möchtest du ein Unternehmen aufbauen. Aber um diese Ziele zu erreichen, erfordert es eine gewisse Zeitintensität und genauso eine Kapitalintensität. Und wenn ich das hier sehe mit 5 bis 25 Stunden und das kreuzen so viele an, aber alle sind so Träumer, aber so wenig Effort wie möglich, sollte andersrum sein. Natürlich solltest du deine Ziele haben, aber pack doch den Effort sehr viel mehr höher. Das heißt, wenn wir bei 4 Stunden am Tag sind, mal 5 Tage sind es 20 Stunden erstmal schon in der Woche. Dann hast du noch Samstag und Sonntag, wo du auch nochmal mindestens 6 bis sogar 12 Stunden investieren kannst. Hört sich jetzt sehr hart an, 12 Stunden Samstag, Sonntag und dafür kein Wochenende haben. Aber das ist nicht bis an dein Lebensende, mein Gott. Ist das so schlimm, mal für 6, 12 Monate mal richtig durchzuziehen? Es gibt Leute, die studieren, arbeiten dazu noch und haben auch kein Leben und verdienen aber nicht mal Geld. Also kein richtiges Geld, ja. Deswegen, also die Möglichkeiten, die hier zustande kommen, sind ganz anders. Und das Gleiche möchte ich dir jetzt auch nochmal zeigen hier mit den, was bist du bereit für diese Ziele zu investieren an Kapital. Und wenn ich hier sehe, 2.000 bis 3.000, 3.000 bis 5.000, ne, und dann wie wenige das sind bei 5.000 bis 10.000, das ist traurig. Sage ich euch wirklich, das ist traurig. Abseits davon, dass ich ein Coach bin und auch mein Coaching verkaufe, das ist klar. Aber auch alleine, auf eigene Faust, wirst du mehr verbrennen als 10.000 Euro, gerade zur heutigen Zeit, wenn du ein Anfänger bist, selbst wenn du mal ein paar Produkte gelauncht hast. Wenn ich das hier sehe, dann fühlt sich das immer so an, als wenn ich irgendwie mit Kindern kommuniziere, die noch nie ein Business gestartet haben und einfach gar kein Verhältnis dazu haben, was es wirklich braucht für so ein profitables Geschäft. Weil was jucken dich am Ende 10.000 investierte Euros, wenn sie natürlich auch richtig investiert sind, dann mit dem richtigen Feedback von einem richtigen Coach und vor allem auch, ne, in das richtige Marketing investiert, in die richtigen Produkte investiert und so weiter, die nicht ausgelutscht sind. Klar, das gehört alles dazu. Auf eigene Faust wirst du immer mehr verbrennen als mit professioneller Unterstützung. Aber was juckt dich das, wenn du dann dadurch in den nächsten 6 bis 12 Monaten Skill aufbaust, wo du wenigstens 5 bis 10.000 Euro Gewinn im Monat machst. Und deshalb finde ich diese Umfrage so erschreckend. Man kann die ganzen Stimmen auch noch sehen, wie viele hier abgestimmt haben. Und das merke ich ja auch, wenn ich mit euch spreche, per Telefon zum Beispiel. Ich mache viele Gespräche noch selbst, um rauszufinden, wie meine Zielgruppe tickt, was sie so denken, wie viel Kapital die haben, wie viel Zeit sie haben auch. Und da merke ich, hey, diese Erwartungshaltung in diesem gesamten Markt ist einfach komplett gefickt. Und dafür entschuldige ich mich auch nicht. Nein, es ist einfach gefickt.
Komplett. Die Erwartungshaltung ist, wie gesagt, hier oben bei den meisten, die ins Game einsteigen wollen, ins Dropshipping-Game und so weiter. Es ist schön, Träume zu haben. So, ich will das jetzt nicht komplett demotiviert euch alle das zerstören. Hab deine Ziele, hab deine Träume, aber sei halt verdammt nochmal auch bereit, dafür was zu tun. Es erfordert Opfer. Und das musst du dir bewusst machen, dass du auch bereit bist, diese Opfer zu gehen. Und das ist auch okay. Weil du kannst ja sagen, ey, die nächsten 12 Monate mindestens mal committe ich mich, um dieses Geschäft zum Laufen zu bringen, damit ich diese Ziele erreiche. Weil entweder bist du zu bequem, weil du so erkannt hast, ja, mein Leben ist gemütlich, alles ist entspannt, dann setzt du nicht um. Wobei wir auch helfen, dir dann einen Arschtritt zu geben und dir das so zu implementieren als Gedanken, dass du da unzufriedener wirst, in dem Sinne, wenn du zu locker bist. Wenn du aber zu angespannt bist und den Wald vor lauter Bäumen nicht siehst, da helfen wir dann natürlich auch mit dabei, dass du halt ein bisschen entspannter wirst und dann genau weißt, an welchen Task du lieber arbeiten solltest. Deswegen, um es kurz zu machen, hab den nötigen Zeiteinsatz, den du brauchst für dieses Geschäft, und das sollten mindestens neben deinem Vollzeitjob mindestens 20 Stunden die Woche sein. Du kannst natürlich auch 10, 15 Stunden die Woche investieren. Ich sage nicht, dass es falsch ist. Ich sage nur, dass du sehr viel länger brauchen wirst als all deine Konkurrenten, die bei uns zum Beispiel auch Kunden sind, die bereit sind, 30 bis 40 Stunden neben ihrem Vollzeitjob zu investieren. Weil die haben als Fokus, vollen Fokus, Dropshipping und die Arbeitsstelle, die sie jetzt haben, weil sie wissen, sie werden dort nicht die nächsten 5 bis 10 Jahre bleiben, haben sie nur als Mittel zum Zweck und haben den einzigen Fokus, gesund zu bleiben, mental gesund zu bleiben, fit zu bleiben, auch ein bisschen mit Gym und Sport und so weiter. Das ist sehr wichtig, auch um den Stress runterzubekommen, gerade in der heutigen Zeit. Und das ist der volle Fokus. Dropshipping, also E-Commerce, dein Online-Business, Marketing, es ist Marketing am Ende des Tages, Vollzeitstelle, Mittel zum Zweck. Und Sport, mentale Gesundheit, physische Gesundheit, dass du, was bringt dir das auch, wenn du Fat Cash machst und dann liegst du da einfach mit Fieber jeden Tag, weil du voll überstresst bist oder du bist 6, 8 Monate nur gebunden in einer Stadt, hast zwar viel Geld, aber erlaubst es dir mental auch nicht, irgendwo hinzureisen, dir was zu gönnen, dich mental zu belohnen, das gehört auch dazu. Aber alles zu seiner Zeit. Wenn du jetzt gerade noch Vollzeit beschäftigt bist, dann kannst du dich nicht belohnen, wenn du noch nichts erreicht hast. Und es ist auch völlig okay. Du musst halt einen Tauschhandel begehen mit dir selber sozusagen, wo du sagst, ey, ich bin jetzt bereit, 12 Monate zu investieren, Zeit, Energie, Geld, damit ich XYZ erreiche. Wir helfen dabei. Deswegen melde dich auf mcdietrichs.de, dann können wir persönlich miteinander sprechen. Wo sind gerade deine Hürden? Mental, Mindset, marketingtechnisch, was auch immer. Wir helfen von A bis Z bei allem mit dabei, ob es irgendwelche Fragen sind, ob es deine Creatives, Copies, deine Produktsuche ist, dein Shopaufbau, also von A bis Z wirklich von allem helfen wir dabei. Ja, wir haben eine komplette Struktur dabei, wir haben mehrere Calls die Woche, das heißt, du kriegst auch einen Arschtritt in den Calls, dass du genau weißt, was zu tun ist, was genau deine nächsten Schritte sind, und deshalb bitte nimm das Ganze ernst, nicht nur das Coaching von mir, aber auch selbst wenn du selber alleine startest, mach dir halt bewusst, das ist ein ernsthaftes Geschäft und so solltest du es dementsprechend auch behandeln. Deswegen wünsche ich dir bis dahin viel Erfolg. Peace out, dein Mick.